wenn die Frage vor etlichen Jahren, 10, auch 5 Jahre noch gekommen ist, was können wir gegen Infektionen tun, dann hat irgendjemand verzweifelt reingeschaut und gesagt, Hände waschen. Die Idee, eine einzige Maßnahme herauszugreifen und alle Probleme zu lösen, funktioniert nicht. Das ist mittlerweile klinisch auch gut in Studien untersucht. Und wir haben die Erkenntnis in den letzten Jahren gewinnen können, dass durch eine Bündelung verschiedener Maßnahmen hier also effektive Präventionsstrategien implementiert werden können. Und insofern ist es für mich auch eine besondere Erleichterung und Freude, dass wir hier zusammengeführt wurden, vor einigen Monaten gemeinsam hart daran gearbeitet haben und ein Expertisenpapier dabei entstanden ist, in dem im Grunde genommen knapp und auch in verständlichen Worten die wesentlichen Präventionsmaßnahmen dargestellt sind. Das Dokument steht online zur Verfügung auf der Homepage der SIOP und der Ögari, und ich kann Ihnen das insofern anraten, alle Fragen, die Sie haben, zu was kann man präventiv tun, steht im Grunde genommen hier drin. Über 10 Jahre war im Krankenanstaltengesetz normiert, Surveillance-Systeme müssen vorhanden sein. Wir haben dann 2015 im Namen der Zielsteuerung haben wir das überprüft. Sie wissen, wir haben 227 Krankenanstalten. Was schätzen Sie, wie viele davon diese technische Ausstattung hatten? Wer traut sich eine Zahl zu sagen? 74. Wir haben dann 2016 im Rahmen der Zielsteuerung haben sich die Länder committed, dass das, was im Krankenanstaltengesetz steht, wird jetzt verpflichtend. Ich kann Ihnen sagen, von 227 haben wir jetzt 226, haben ein Surveillance-System. Eine Krankenanstalt hat es darauf ankommen lassen, da läuft derzeit eine sanitätsbehördliche Überprüfung und eine Anzeige. Und es kann sein, dass wir dem Haus auch die Berechtigung entziehen, weil wie man so, wenn man wo hineinschaut, kommt man natürlich auf einiges andere auch drauf. Wenn die Frau Sektionschefin sagt, und das gallische Dorf in einem Spital wackelt nicht einmal mit den Ohren und macht auch keine Surveillance, dann frage ich mich, wer sind denn die? Und tut das Ministerium nicht hoffentlich mit roter Laterne auf Kliniksuche.at sagen, geht's nur nicht in das Haus? Und das meine ich jetzt ganz ernst. Denn ein Krankenhauskeim kann zu Gesundheitsschäden bis zum Tod führen. Und das ist überhaupt nicht lustig. Wir haben in den vergangenen Jahren im Patientenentschädigungsfonds 400.000 Euro ausgegeben für Komplikationen aus Wundheilungsstörungen und aus der Haftung, also dass das Spitäler gesagt haben, okay, wir haben was falsch gemacht, wir haften, waren es heiße 35.200. Ja? Und es war immer, und das ist die Standardantwort aus den Spitälern, ich schaue jetzt nicht extra dich an, ich schaue in die Runde, aus den Spitälern kriege ich die Antwort, den Keim hat er mitgebracht. Ja? Und wir können es nicht beweisen. Und die Beweislastumkehr in diesem Fall wäre schon ziemlich dringlich. Es ist für mich immer interessant, das Thema Hygiene von zwei Blickwinkeln aus zu betrachten. Das eine ist natürlich als Präsidentin der österreichischen Plattform Patientensicherheit, wo mich seit über 10 Jahren immer das Thema Hygiene, Infektionen, Prävention von Infektionen verfolgt, auch im Hinblick darauf, dass es immer mehr am Anfang war, dass die Hygiene keinen Teil davon war oder in strategischen Papieren von Organisationen in Gesundheitseinrichtungen praktisch nicht vorhanden war. Und jetzt ist es sozusagen ein fixes Thema, was nicht mehr wegzudenken ist. Ich habe jetzt den Überblick über 10 Jahre Führungstätigkeit, derzeit gerade auch mit zwei großen Wiener Spitälern. Und ich sehe es auf der einen Seite als Führungskraft, wie wichtig das Thema Hygiene ist, aber wie wichtig vor allen Dingen die Verantwortung dafür zu übernehmen ist. Und wenn Sie denken, in den österreichischen Systemen sind meistens 4 Mitglieder einer kollegialen Führung für die Verantwortung eines großen Spitals. Und wenn es um das Thema Hygiene geht, habe ich meinen persönlichen Eindruck, landet es immer ärztlich und Pflege, und andere Bereiche ziehen sich manchmal dann ein bisschen fein zurück. Und das sehe ich schon als Problematik, und das sehe ich auch in anderen Gesundheitseinrichtungen. Nun, von unserer Seite sind einige Dinge wichtig.
die Vermeidung mit der Bündelstrategie, aber auch natürlich die Standardisierung. Wir sind ein Zentrum der Maximalversorgung, ein zertifiziertes Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung. Das bedeutet, dass die Operationen auch einen gewissen Zeithorizont nicht überschreiten dürfen. Die Zeit ist ein wichtiger Faktor und muss eingehalten, genauso wie bei Ausbildungsoperationen. Und wir sind eine Ausbildungsklinik, da hat es einen enormen Stellenwert. Zur Behandlung der Infektionen muss man sagen, hier wäre natürlich auch die Zentralisierung der Behandlung später wichtig, um effizient eingreifen zu können und die Patienten entsprechend zu behandeln. Jedes Antibiotikum, das falsch verabreicht wird, zählt. Diese perioperative Prophylaxe hat so viel Gutes getan, dass eben all diese Operationen möglich sind, nur man kann auch sehr viel falsch machen. Nämlich, es geht darum, erst einmal, wer soll sie bekommen, wann soll das geschehen und vor allem, wie lange. Wir sehen nämlich, dass es manche oder gar nicht so wenige viel zu gut meinen und eine sogenannte Prophylaxe über Tage durchführen. Das ist keine Prophylaxe, das ist eine Therapie. Weil der Sinn dieser perioperativen Prophylaxe ist, dass zum Hautschnitt das Antibiotikum am Infektionsort ist oder am möglichen Infektionsort ist. Und wenn zugenäht wird, dass das Antibiotikum noch immer in ausreichender Konzentration dort ist. Es soll dann nicht noch Stunden, Tage lang länger dort sein, weil damit weiß man, erhöht man ganz einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Resistenzen kommt bzw. zu Nebenwirkungen. Die Zeit ist ein großes Thema für mich, weil wir Zeit brauchen für ein korrektes Team-Timeout, dass man weiß, wer wird operiert, was wird operiert. Gibt es irgendwas, was man wissen sollte? Zeit braucht man natürlich auch für korrektes Vorbereiten für die OP, Instrumente herrichten, Abdecken von Patienten. Da sollte man darauf schauen, dass man wirklich mehr Personen im OP ist, die ein geschultes Auge hat und das jetzt da wirklich steril abgedeckt worden ist. Ich glaube, wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir wirklich hier in diesem Land optimal nach besten Erfahrungen und besten Möglichkeiten versorgt werden und dass auch deswegen die Zahl der Operationen natürlich gestiegen ist, weil immer mehr möglich wird mit Chirurgie und Anästhesie. Wir operieren heute Patienten, die hätten wir wahrscheinlich vor 10 Jahren abgelehnt. Und natürlich steigen auch die Anforderungen und ich glaube, das Komplizierte ist, dass man diese Bündelmaßnahmen, die eigentlich sehr viele Maßnahmen sind und auf sehr viele unterschiedliche Mitarbeiter umgesetzt werden müssen, dass man die einfach und strukturiert interdisziplinär bei jedem Patienten auch zur Anwendung bringt, mit hohem Ausmaß, was wir auch versuchen und machen. Und dass das gut gelingt in allen Häusern und dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, dass das Ganze auch sinnvoll umgesetzt werden kann. Jede Gabe eines Antibiotikums, das nicht notwendig ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Resistenzen kommt. Wir wissen, dass wir ungefähr in der Humanmedizin etwa 65 bis 66 Tonnen Antibiotika pro Jahr verabreichen. Und zwar, im Humanbereich, wobei der Großteil natürlich im niedergelassenen Bereich ist, aber gar nicht so wenig, natürlich auch im Spitalsbereich. Und jedes Antibiotikum, das falsch verabreicht wird, zählt. Diese perioperative Prophylaxe hat so viel Gutes getan, dass eben all diese Operationen möglich sind, nur man kann auch sehr viel falsch machen. Nämlich, es geht darum, erst einmal, wer soll sie bekommen, wann soll das geschehen und vor allem, wie lange. Wir sehen nämlich, dass es manche oder gar nicht so wenige viel zu gut meinen und eine sogenannte Prophylaxe über Tage durchführen. Das ist keine Prophylaxe, das ist eine Therapie. Weil der Sinn dieser perioperativen Prophylaxe ist, dass zum Hautschnitt das Antibiotikum am Infektionsort ist oder am möglichen Infektionsort ist und wenn zugenäht wird, dass das Antibiotikum noch immer in ausreichender Konzentration dort ist. Es soll dann nicht noch Stunden, Tage lang länger dort sein, weil damit weiß man, erhöht man ganz einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Resistenzen kommt bzw. zu Nebenwirkungen.